Hallo und willkommen zu einem Anwendungsbeispiel. Zur Reinigung eines Schwimmbeckens muss Wasser abgelassen werden. Zu Beginn sind 2 Millionen Liter Wasser im Becken. Mit Hilfe von Pumpen werden gleichmäßig 5000 Liter pro Minute abgesaugt. Stellen Sie diejenige Funktionsgleichung auf, die die noch im Becken vorhandene Wassermenge in Abhängigkeit von der Zeit t beschreibt. Versuchen wir uns diese Funktion grafisch zu veranschaulichen. Die im Becken vorhandene Wassermenge in Abhängigkeit von der Zeit t. So haben wir zu Beginn eben eine gewisse Wassermenge im Becken vorhanden, die gleichmäßig abnimmt. Es handelt sich also um eine lineare Funktion, wobei wir als Startwert 2 Millionen Liter Wasser im Becken vorhanden haben und gleichmäßig 5000 Liter pro Minute abgesaugt werden. Das heißt, 2 Millionen zu Beginn und pro Minute verlieren wir 5000 Liter Wasser im Becken. Das heißt, für unsere Funktionsgleichung W von t, ich notiere sie einmal auch allgemein als k mal t plus d, gilt also W von t ist gleich 5000 Liter pro Minute Verlust plus zu Beginn 2 Millionen Liter Wasser im Becken vorhanden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Berechnen Sie, wie lange das Abpumpen der gesamten Wassermenge dauert. Nun ja, überlegen wir uns auch hier zuerst grafisch, was das bedeutet. Betrachten wir die Wassermenge t nun über einen längeren Verlauf, und zwar so lange, bis tatsächlich kein Wasser mehr im Becken drinnen ist. So handelt es sich hierbei um den Schnittpunkt mit der t-Achse, den wir suchen, beziehungsweise um die Nullstelle dieser Funktion. Wir suchen also nach einem t, für das gilt w von t ist gleich 0, beziehungsweise nach Einsetzen unserer bekannten Parameter minus 5000 mal t plus 2 Millionen ist gleich 0. Bringen wir die 2 Millionen mit minus 2 Millionen auf beiden Seiten hinüber. So haben wir minus 5000 mal t ist gleich minus 2 Millionen. Und anschließend dividieren wir auf beiden Seiten durch minus 5000. Es ergibt sich also, t ist 2 Millionen durch 5000. Nach Kürzen 2000. Durch 5 ist gleich 400. Das heißt, nach 400 Minuten ist letztlich die gesamte Wassermenge aus dem Becken ausgepumpt.